Die DNX-Bewegung verhilft dir zu mehr Zeit, mehr Geld und mehr Freiheit. In diesem Podcast beantworten wir diese eine Frage: Wie kannst du von überall arbeiten, mehr Geld verdienen und gleichzeitig die Welt verändern? Wenn du die Antwort noch nicht weißt, bist du hier genau richtig. Alle Infos auf diesem Podcast sind 100% kostenlos. Bitte abonniere unseren Podcast und gib uns eine Bewertung auf iTunes. Live? Ja, jetzt. Ah, jetzt sind wir live. Ja, jetzt sind wir live. Jetzt haben wir einen richtigen Knopf gefunden. Wir haben schon angefangen zu labern und keiner waren noch gar nicht live. Ja, herzlich willkommen zu diesem Facebook Live heute mit Julia der Kemper aus dem DNX Unlimited Team. Cool, wir freuen uns mega, dass ihr am Start seid, weil heute wird's super spannend, weil das Thema limitierende Glaubenssätze sind und das auf Money Mindset fokussiert. Genau, weil es ist ja so, dass die limitierenden Glaubenssätze uns immer davon abhalten, das Leben zu führen, was wir wirklich möchten. Und davon können wir auf jeden Fall ein Lied singen, weil wir sind durch so viele Glaubenssätze durchgegangen und drüber gegangen und haben daran gearbeitet, um da zu sein, wo wir heute sind. Und das ist echt ein super unterschätzter Part in der ganzen Geschichte, auch vom Unternehmertum, also erfolgreich zu sein. Und diese Glaubenssätze haben wir halt alle, weil die einfach, ja, das fängt schon an mit den gesellschaftlichen Glaubenssätzen, die wir aufnehmen, als wir noch klein waren, dann mit den Konditionierungen, die wir in der Schule gelernt haben, von unserer Familie, auch Sachen, die wir uns selber auferlegt haben, quasi durch eigene Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und diese Glaubenssätze, die sind wie so eine Zwiebel, also es sind verschiedene Layer, auf Deutsch Schichten, die man so aufbaut und wo es auch echt schwierig ist, da mal wieder wie so eine Zwiebel alles abzuschälen, um wieder so mal zu deinem Kern zu kommen, zu deinem wahren Ich und halt auch damit in deine volle Kraft und deine volle Stärke zu kommen. Und gerade das Thema Money Mindset ist super, super wichtig, weil ja, das haben alle Menschen in sich, ein Verhältnis, ein gutes oder schlechtes Verhältnis zu Geld. Und das beeinflusst natürlich auch, ob wir Geld in unser Leben ziehen. Und nicht nur das, ob wir es in unser Leben ziehen, sondern ob wir es auch halten können. Weil das sind ja zum Beispiel oft diese Geschichten von Lotto-Millionären, die irgendwie einen krassen Gewinn haben und das tatsächlich schaffen, nachher tiefer in den Schulden zu sein als vorher. Diese Geschichten gibt's ja immer wieder. Das ist einfach, weil die dieses Geld nicht mit ihrem Mindset, also mit ihrem Sein halten können. Und das ist total, total spannend. Genau, und von diesen Blockages wird euch die Julia, die in unserem DNX Unlimited Team das Mindset Coaching macht, mal sagen, was da die größten Glaubenssätze sind und wie man die auch wieder loswerden kann. Und das ist auch echt eine kontinuierliche Arbeit. Also auch wenn man Online-Business haben will, ist nicht so, dass du immer nur strategische Sachen Step-by-Step umsetzt und lernst, sondern dass du gleichzeitig auch immer an dir als Person arbeitest. Weil wem gehört dein Business oder wer ist dein Business? Du bist dein Business. Und was auch super, super spannend ist, wir sind halt so konditioniert in unserer Welt, dass es okay ist, viel Geld auszugeben für zum Beispiel ein Auto oder für ein iPhone. Aber wenn man zum Beispiel in sich selbst investiert, dann denken viele Menschen erstmal, oh, da habe ich ja nichts in der Hand, also nichts Physisches, sondern das ist ja nur Wissen oder Transformation, wie du selber machst. Aber das Coole ist halt, das kann dir keiner mehr nehmen, während alles, was du von außen besitzt, auf einen Schlag weg sein kann. Und diese Konditionierung ist auch so ein bisschen in uns drin, dieses in sich selbst investieren. Und da haben auch viele Menschen ein Problem, die jetzt zum Beispiel ihr Expertenwissen verkaufen, dass sie halt ihren Wert nicht richtig festlegen können oder Probleme damit haben, ihren eigenen Wert eben zu erkennen, weil es eben nichts ist, was man sieht und anfassen kann. Ja, und die liebe Julia, die sitzt gerade in Berlin und in der alten Heimat, genau. Genau, ich wollte auch noch eine Sache sagen. Bei uns hat sich wirklich alles verändert, als wir angefangen haben, in unser Mindset und in uns selber zu investieren. Das heißt, wir sind auf Seminare gegangen, wir haben Weiterbildung gemacht, wir haben Trainings besucht. Und
das war wirklich dieser Riesenhebel, der unser Business nach oben katapultiert hat. Weil das Wissen, das war schon alles da, das rationale Wissen, die Technik, SEO, Online-Marketing. Aber dieses Mindset so zu konditionieren auf Erfolg und auch auf Geld, dass das in dein Leben fließen darf, das hat alles verändert. Und im Grunde, wie Felix schon sagte, ist das ja alles eine Investition in dich selber. Und viele sehen gar nicht den Wert, wenn sie ein iPhone kaufen, kriegen sie direkt das iPhone. Aber Wissen, das du dir aneignest durch Investitionen in dich selber, das kann dir kein Mensch mehr nehmen. Also wenn ich morgen 0 Euro auf meinem Bankkonto hätte, bin ich 1000% davon überzeugt, dass ich innerhalb kürzester Zeit wieder genau an dem Punkt bin, wo ich jetzt gerade bin. Durch das Wissen, was wir uns über die Jahre angeeignet haben und das gerade auch in dem Bereich Mindset. Ja, und noch eine letzte Sache, bevor wir dann zu Julia schalten. Genau, bei Geld, das ist wie bei einer Beziehung. Also wenn du nicht gut denkst über Geld oder Geld gut behandelst, warum soll Geld zu dir kommen? Weil, genau, wenn du eine Beziehung haben willst und jemanden magst oder mit dem zusammenkommen willst, dann behandelst du den ja auch nicht schlecht. Oder redest schlecht über den oder denkst schlecht über den oder ja, hast schlechte Glaubenssätze, negative Glaubenssätze gegenüber dieser Person. Das heißt, wenn du Geld in dein Leben ziehen möchtest, dann musst du A, Geld gut behandeln und auch gut über Geld denken. Weil Geld erschafft einfach nur mehr Möglichkeiten, dich selber auszudrücken. Auf allen Leveln. Also Geld schafft Opportunities. Und je mehr gute Sachen du machst, je mehr Wert du stiftest, je mehr Value du in die Welt herausbringst, je mehr Geld kommt auch in dein Leben. Weil am Ende des Tages ist Geld einfach immer nur ein Energieaustausch. Genau, und du gibst Energie raus. Geld zu verdienen. Genau, und du gibst Energie raus durch dein Wissen, dein Know-how, dein Teaching, dein Coaching, deine Expertise und bekommst andere Energie zurück. Und das kann in Form von Geld sein. Cool, wir schalten jetzt mal rüber zur Julia. Und wenn ihr Fragen zwischendurch habt, dann stellt die ruhig, weil dann können wir die irgendwie einblenden und Julia kann dann direkt darauf eingehen. Julia, bist du am Start? Da ist sie, Julia. Yes. Cool. Hey, voll gut. Also die Julia ist schon super lange im Mindset-Coaching unterwegs und hat echt schon tausenden Menschen geholfen und tausende Menschen transformiert. Und auch in unserem Programm sind super geile Transformations passiert. Ja, Julia, hallo nach Berlin. Ja, hallo nach Thailand. Schön, dass ich dabei sein darf. Voll gut. Ja, also ihr habt schon ganz viel gesagt, was ganz, ganz wichtig ist beim Thema Money Mindset und Thema Geld. Also es ist ja erstmal so grundsätzlich so, dass wir nach aktueller Forschung 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag haben. Und die meisten Menschen denken halt jeden Tag das Gleiche. Und Mindset-Veränderung bedeutet halt, so einen Zugriff auf diese Gedanken zu bekommen und erstmal zu bemerken, was denke ich denn überhaupt über Geld? Ne? Wie ist denn überhaupt meine Geldbeziehung? Und da mal genauer hinzuschauen und zu sehen, wo könnten denn Blockaden sein? Was sind denn eigentlich Geldblockaden? Und das ist halt auch was, wo wir heute natürlich drüber sprechen werden und ich auch gespannt bin, was da jetzt so für Fragen kommen und was für Erfahrungen auch da sind, weil wir alle tagtäglich mit Geld zu tun haben. Es ist halt etwas, was wir alle gut kennen, auch dieses Gefühl von Mangel oder da ist ne, zu wenig da. Also wir haben ja selten das Gefühl, dass zu viel Geld da ist, aber das ist tatsächlich auch eine Geldblockade, ne, dass man Geld nicht so richtig halten kann und es dann warum man die zusätzlichen Ausgaben vielleicht manifestiert. Mhm. Genau. Also das vielleicht mal so kurz als Einstieg. Ja? Ja, und du hast ja gerade auch was Spannendes gehabt. Also man gesagt, man hat selten das Gefühl, man hat zu viel Geld. Man ist ja meistens im Mangel und denkt, man hat zu wenig Geld. Und das kann ja auch eine Trap sein, dass man nie genug hat von diesem Geld, weil Geld ja im Grunde aus dem Nichts erschaffen wird von den Banken durch den Mindestreservesatz. Ist ja im Grunde nie Geld genug auf der Erde vorhanden. Und durch das Schuldensystem gibt es dann diese Competition, dass jeder versucht, diesen fehlenden Goldtaler für sich in sein Leben zu ziehen. Und da ist natürlich enorm wichtig, das richtige Mindset zu haben, um zu wissen, wie man diese Blockaden löst und auch Geld gerne in sein Leben einladen darf. Absolut. Und es geht ja auch immer um ein Gefühl. Das habe ich zum Beispiel auch an mir persönlich erlebt. Ich habe eigentlich immer viel Geld gehabt. Aber ich habe ganz lange
trotzdem das Gefühl gehabt, das ist nie genug. Mhm. Ne? Obwohl ich dann irgendwie meine tollen Designersachen hatte und irgendwie wahnsinns teure Urlaube gemacht habe und all das dachte, von dem ich dachte, dass mir das ganz viel Glück und Zufriedenheit bringt, war das halt wie so ein Fass ohne Boden und kein Geld der Welt hätte dieses Gefühl ausgleichen können. Und das ist halt genau das, was dann auch eine Geldblockade ist. Und genau wie du es gerade beschrieben hast, das ist dann halt diese Überzeugung, es ist nie genug. Und das, ne, kennt man, es gibt ja auch unglückliche Millionäre oder Milliardäre, die halt einfach nicht gelernt haben, ein Abundance-Mindset zu haben, um diese Fülle wirklich zu spüren und auch diese innere Erfüllung zu spüren, diese Glücksgefühle zu haben. Weil letztlich wollen wir ja nicht einen bestimmten Kontostand haben. Der Kontostand an sich macht uns ja nicht glücklich. Es macht uns ja glücklich, was wir mit dem Geld machen können und wie wir uns dann fühlen, wenn wir all diese Möglichkeiten uns eröffnen und auch leben. Aber wir brauchen halt erstmal auch eine Vision und eine Mission, um diese innere Erfüllung auch spüren zu können. Und das ist immer genau diese Kombination, die es braucht. Ne? Es braucht halt diese, die Glücksgefühle sozusagen oder ein Gefühl von Zufriedenheit, was ja quasi nochmal so eine Stufe tiefer ist, noch ein bisschen fundierter ist und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit in unserer materiellen Welt dann auch die Dinge zu kaufen oder zu investieren in uns, ne? Das Wissen auch uns zugänglich zu machen, die Transformation zugänglich zu machen, damit wir auch unser Mindset aufs nächste Level heben können und dann auch in unserem Business voranschreiten können. Ja, das ist schon die Geldblockade Nummer eins. Ne? Es ist nie genug. Das ist halt purer Mangel und es ist völlig egal, wie es faktisch dann um uns herum tatsächlich aussieht, wie viel Geld tatsächlich in unserem Leben ist. Ja, sehr schön. Also was das Problem ist bei Geldblockaden oder Überzeugungen, es sind halt Verhaltensmuster. Und das ist auch was es so schwierig macht, wirklich am Mindset zu arbeiten. Es braucht halt das, was ihr eingangs auch gesagt habt, halt wirklich diese Kontinuität. Ne? Man muss halt wirklich regelmäßig dran arbeiten. Und viele haben so den Eindruck, naja, ich mache jetzt mal irgendwie so ein bisschen Mindset-Coaching und nach 6 Sitzungen bin ich dann fertig und dann bin ich, keine Ahnung, habe ich mein Umsatzziel erreicht und alles ist schön. Das ist halt auch nicht der Fall, sondern es ist wirklich was, genau wie Sport oder Ernährung, es sind letztlich Routinen, es sind Denkmuster und auch Verhaltensmuster, die wir uns antrainieren können, um halt auch immer wieder das nächste Level zu erreichen, weil auch mit einem neuen Mindset steigt ja auch die Bereitschaft, noch größer zu denken oder noch mehr möglich zu machen sozusagen. Ne? Also das kennt ihr ja von euch wahrscheinlich auch, dass die Träume, mit denen ihr gestartet seid vor einigen Jahren, sich total verändert haben und ihr halt jetzt ganz andere Ziele habt, eine andere Vision habt und diese Zwischenstadien aber total wichtig waren, um auch viel dazu zu lernen und auch dieses Mindset Schritt für Schritt so zu entwickeln, dass es euch unterstützt und auch die nächste Phase, das nächste Level, das nächste Ziel dann überhaupt möglich macht. Voll. Sehr schön, genau. Und wo man auch dran merkt, also ihr habt ja eben auch diese Geldbeziehung angesprochen, ne? Und die Frage ist halt immer so, ja, wie erkennt man denn, wie die Beziehung ist? Und da kannst du halt einerseits mal auf deinen Kontostand gucken, ne, und sagen, wie ist denn, bist du im Minus oder ist da schon die Fülle da? Oder halt auch schauen, wie ist so dein Sparverhalten, wie fühlst du dich auch, wenn du mit Geld zu tun hast? Weil es gibt auch viele Menschen, die halt unbewusst denken, dass Geld gar nicht so cool ist. Die wünschen sich zwar irgendwie ein Leben in der Fülle, aber andererseits gibt es dann auch Werte, das ist oft auch im spirituellen Bereich, ne, oder auch im künstlerischen Bereich, dass dieser Gedanke irgendwie auch so moralisch ganz gut klingt, dass man so der arme Künstler ist oder als spiritueller Mensch nicht reich sein darf oder nicht wohlhabend sein kann. Ne? Und das sind auch Geldblockaden, die dann im Weg stehen, wo es auch erstmal schwierig ist, da so dran zu kommen und zu schauen, was ist denn auf der bewussten Ebene schon klar, was weißt du, welche Gedanken du hast und was liegt aber auch an Programmierung unterbewusst noch da, so dass du da auch dran arbeiten kannst. Und das ist ja auch was ich in den Calls dann montags mache, mit den Coaches von den X Unlimited, da halt wirklich zu schauen, was ist auf der bewussten Ebene da und was ist auch auf der unterbewussten Ebene da und da mit unterschiedlichen Methoden dran zu arbeiten.
Ja, super spannend. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben aus unserem DNX Unlimited-Programm von unseren Kunden, was da für Glaubenssätze geherrscht haben und woran du mit denen gearbeitet hast und was du schon für Ergebnisse erzielt hast? Ja, also es hat ganz viel damit zu tun. Also im Prinzip ist so Money Mindset ist immer die Frage, wie viel bist du dir selbst wert? Ne? Wie viel glaubst du zu sein und bist du gut genug? Und das ist auch eine Geldblockade, die wir fast alle haben, ne? Dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Für was auch immer, ne? Also die Träume können dann noch variieren und das ist auch was, wo wir ganz gezielt dran gearbeitet haben und die Coaches dann auf unterschiedliche Art und Weise halt dieses Gefühl, dass ich bin nicht gut genug habens. Und da war ein total schönes Beispiel dabei, wo halt eine Teilnehmerin genau das auch gespürt hat und auch sehr viele negative Gefühle dazu hatte, dass sie nicht gut genug ist. Und da gab es halt familiäre Themen, die dazu geführt haben. Es ist ja auch alles immer zu erklären. Ne? Ja. Es ist irgendwie, wir sind halt auf eine bestimmte Art und Weise geprägt worden durch unsere Eltern, durch unsere Familie, auch in welcher Kultur, in welcher Gesellschaftsschicht wir aufgewachsen sind. Also die Erklärungen sind da, aber es ist halt kein Grund dafür, dass wir das als erwachsener Mensch weiterleben müssen. Ne? Es ist halt auch da einfach nur der Weg, erstmal zu erkennen, dass es so ist, dann zu akzeptieren, dass du dich nicht gut genug fühlst. Und das ist auch für viele halt wirklich ein schmerzhafter Prozess, das erstmal anzunehmen und zu sagen, so, ja, scheiße, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ne? Und ich liebe mich selber nicht im Prinzip. Und das natürlich, das ist dann auch, da gibt's dann irgendwie ein weites Spektrum, wie man das genau definieren kann. Und dann auch tatsächlich in die Umsetzung zu gehen und zu sagen, wie kann ich das denn verändern? Da gibt's dann unterschiedliche Methoden, zum Beispiel auch mal zu fragen, ist es denn wirklich wahr? Oder inwiefern ist das wahr? Wo kommt das her? Welche Gefühle löst es aus? Und dann kommt dann vielleicht sowas wie Trauer oder vielleicht auch depressive Verstimmung. Da kann halt auch einfach dieses, ja, das Gefühl der Unzulänglichkeit, ne, dass du das Gefühl hast, du kannst niemals genügen, weder deinen Familienmitgliedern noch deinem Partner noch deinen Freundschaften, aber natürlich auch im Business nicht, dass du deinen Klienten nicht genügen kannst. Und dann kann man das aber auch umdrehen und sagen, ja, was wäre denn, wenn das Gegenteil wahr wäre? Einfach nur mal so als Gedankenexperiment, dann kann man halt sagen, ja, ich bin gut genug. Oder bei der Teilnehmerin war das halt so, dass sie gesagt hat, sie hat halt ein Mantra, was sie schon eine Weile versucht hat zu benutzen oder sich immer wieder aufgeschrieben hat, dieses, ich bin ein Geschenk für die Welt. Ja. Und das war dann auch durch die Arbeit im Coaching, konnte sie es auf einmal wirklich spüren und wirklich annehmen. Also dadurch, dass wir uns da auch Zeit genommen haben und halt wirklich tief reingegangen sind und gesagt haben, okay, womit hängt das zusammen? Welche Emotionen hängen damit zusammen? Welche Erinnerungen hängen damit zusammen? Und wie soll es denn in Zukunft aussehen? Das ist halt immer dann auch diese, einerseits diese Kopfarbeit und andererseits aber auch die Gefühlsarbeit. Weil nur das Mantra an sich hilft dir ja nicht weiter. Genauso wenig wie dir der Kontostand weiterhilft, wenn du dich dann immer noch im Mangel fühlst. Ne? Und das war genau die Kombination, um zu sagen, jetzt fühle ich mich wirklich so, dass ich ein Geschenk für die Welt bin. Und das eröffnet dann natürlich auch ein ganz anderes Umgehen mit deinen Kunden, mit deiner Familie, mit allem, was dann dazu kommt, ja. Okay, spannend. Du hast ja gerade auch die Familie angesprochen. Ich glaube, das ist für viele, viele Menschen eine richtig, richtig starke Konditionierung. Ich glaube, bei dir war es auch ähnlich, dass in deiner Family vorgelebt wurde, dass man Geld nicht ausgeben darf, ne? Dass Geld nicht im Fluss sein darf, sondern dass man nie genug hat und viel hortet. Vielleicht kannst du darüber nochmal was sagen. Ja, also ich habe auf jeden Fall auch ein Mangel-Mindset in meiner Kindheit mitbekommen. Ne? Also ich kann jetzt auch nicht mehr genau sagen, was genau da war. Es ist ja auch schon super lange her, aber immer eher so dieses Spar-Mindset, mal so für schlechte Zeiten aufheben, so wirklich gucken, ob man sich mal was gönnt oder kauft. Und das führt dann dazu, selbst wenn man Geld hat, dass man dann, weiß ich nicht, denkt, oh, jetzt will ich hier das super vegane Essen und das könnte ich mir jetzt leisten, aber trotzdem den Gedanken hat so, das ist jetzt zu teuer. Obwohl das ja nur was ganz Kleines ist, ne? Das merkt man dann schon in diesen kleinen Entscheidungen, wenn man einfach nur ein teures Kokosnussöl kaufen will oder weiß der Geier was.
Und ja, also das habe ich sowas von krass transformiert über die Jahre und es tut auch richtig, richtig gut. Also dann wirklich auch mal in dem Moment, wo das kommt, wenn man da steht und irgendwas kaufen will, sich da kurz aware zu werden und dann vielleicht auch bewusst gegenteilig zu handeln. Und zu sagen, ey, nee, dieses teure Kokosnussöl möchte ich aber jetzt haben, das bin ich mir wert. Und je öfter ich das gemacht habe, desto leichter wurde es. Und dann hat man auch gemerkt, es ist halt gar nicht so schlimm. Mhm. Ja. Oder ich hatte das auch ganz oft, dass ich dachte, irgendwas ist jetzt richtig viel wert. Es stiftet mir gerade sehr viel Wert. Ich freue mich sehr darüber, das für den Preis bekommen zu haben. Habe dann eine Millisekunde überlegt, vielleicht gibt's eben ein kleines Trinkgeld dafür oder rundest das auf. Habe es dann nicht gemacht und mich danach geärgert. Und deshalb habe ich mir dann vorgenommen, wann immer dieser Gedanke kommt und du merkst, du machst es doch nicht, dass es dann doppelt quasi aufrundest. Und mittlerweile denke ich nicht mehr drüber nach, sondern es ist dann so konditioniert, es tut mir nicht weh, wenn man dann von 80 Baht auf 100 Baht aufrundet. Jetzt sind wir gerade in Thailand, hier gibt's Thai Baht oder 180 ja. Baht am Fruchtstand. Und das, ich freue mich so sehr über diese Bananen, dass ich dann 200 Baht gebe. Und das hat auch lange gedauert, bis ich in diesem State war, nicht immer zu denken, ich halte das Geld, so gut es geht, alles immer nur bei mir, sondern auch versuchen, das in diesen Fluss zu bringen. Aber erstmal denkt der Logical, der logische meint ja, ja, wenn ich mehr ausgebe, mehr in Fluss bringe, dann habe ich ja weniger. Genau, aber dieser Effekt, dass dann mehr zu mir kommt, das dann wirklich zu spüren, das ist auch total spannend. Oder was bei mir auch ein super geiler Change war, als ich angefangen habe, mir Geld, also wenn ich Geld in der Hand habe und jemanden gebe, wirklich als Love vorzustellen. So wirklich als Liebe mit Herzchen quasi und zu sagen, ey, danke für das, was ich dafür gerade von dir bekommen habe, egal was es ist. Mhm. Oder wie viele gerade auch gezeigt haben, das Geld vielleicht auch mal mit beiden Händen anzufassen, wenn du es übergibst. Mhm. Nicht einfach aus deinem Portemonnaie geplättert, zerknüllt oder aus der Hosentasche. Ja. Sondern was ich auch immer mache, ist das Geld zu sortieren, die Scheine gerade zu machen. Also es ist wirklich gut zu behandeln, weil dann ist das Geld auch gerne bei dir. Jetzt hast du, glaube ich, die den Comment von der Aline wieder rausgenommen. Der war, glaube ich, noch nicht. Doch, ich glaube, die Julia hatte dazu was gesagt. Genau. Aline, was für Exercise generell? Da hat Julia ja eben schon mal so ein bisschen was gesagt, ne? Mit dem Gefühl, wirklich auch an dem Gefühl zu arbeiten und nicht nur am Rationellen. Willst du da vielleicht nochmal eine konkrete Übung sagen? Genau, also das ist, ich arbeite halt auch viel mit kinesiologischen Methoden oder im Einzelnen kann ich dann halt auch mit Theta Healing arbeiten, was ja auch so eine Art von Hypnose ist sozusagen. Da will ich auch noch, also da mache ich jetzt im März eine Ausbildung und dann werden natürlich die DNX Unlimited Coaches da auch von profitieren. Yes. Und werde ich Hypnosen mit anbieten. Also es ist halt immer diese Kombination aus dem, wir können ja nur auf, also nach aktueller Forschung, je nach Forschungsstand oder Forschungsort, sind es, glaube ich, zwischen 5 und 30%, die wir halt bewusst erleben. Ne? Also 70 bis 95% sind halt unterbewusst. Und auch in diesem bewussten Zustand liegen noch Geldblockaden und Glaubenssätze drauf. Das heißt, es braucht auf jeden Fall beides, dass wir mit dem Bewussten, also das wäre halt die Übungen, die ich eben genannt habe, ne, diese unterschiedlichen Schritte durchzugehen, zu sagen, ist das wahr? Kann ich wirklich sagen, dass das wahr ist? Was erlebe ich damit? Was verbinde ich damit? Oft auch so kompensierendes Verhalten. Also was mache ich dann vielleicht stattdessen, ne? Wenn ich mich nicht gut genug fühle, was passiert dann? Fange ich dann an, Schokolade zu essen oder fange ich dann an zu rauchen oder wer weiß was zu tun? Das sind oft dann auch so destruktive Verhalten oder zu viel fernzusehen oder so, ne? Jedenfalls arbeitet man in der Regel nicht an den Dingen, die eigentlich wichtig wären. Und das dann umzudrehen. Also das ist halt eine Methode, die auf der bewussten Ebene ist. Und was kinesiologisch eine ganz, ganz wichtige Übung ist, auch eine ganz einfache Übung ist, ist hier mit diesem Handkantenpunkt zu arbeiten. Der steht für Freude und Genährtsein und Anerkennung. Und es geht halt auch immer um die eigene Anerkennung. Und das ist so der Punkt unter dem kleinen Fingergelenk. Den kann man zum Beispiel so gegeneinander schlagen oder halt einfach nur eine Hand nehmen und dagegen klopfen. Und das sorgt dafür, dass auf diesem Meridian halt, dass die Energie ausgeglichen wird. Dass entweder zu viel Energie abgeleitet wird oder zu wenig Energie zugeführt wird.
Und dann sagt man da so einen Bandwurmsatz dazu. Und wenn es wirklich eine Überzeugung ist, dann kann man sagen, auch wenn ein Teil von mir immer noch glaubt, dass ich viel arbeiten muss, um viel Geld zu verdienen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Ne, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, diesen Punkt zu machen, zu klopfen, um dann die gedankliche Veränderung zu erlangen. Es geht darum, diese doppelte Verneinung zu haben, dass du erstmal akzeptierst, dass es so ist. Ne, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil es geht ja immer darum, wir wollen ja eigentlich mehr. Ne? Also man sagt dann halt irgendwie, es ist nicht, ich will Geld haben, halt erstmal in den State kommen, dass du in die Situation, wie sie ist, annimmst. Das ist halt total wichtig. Da geht es ja auch in der Meditation darum, in der Achtsamkeitspraxis darum, erstmal zu lernen, den aktuellen Moment so zu nehmen, wie er ist. Und auch dann im späteren dann halt auch eine Dankbarkeit dafür zu haben. Und dieser Bandwurmsatz kommt gepaart mit diesen Klopfen, ermöglicht das halt, dass man immer sagt, auch wenn ich das noch denke, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und allein das, also wenn du nur so klopfst und sagst, auch wenn ein Teil von mir das noch glaubt, und auch da ist es, wir sind das ja nicht im Ganzen, sondern es ist halt ein Teil von uns. Ein Teil von uns glaubt schon an die Vision und will halt diese Träume umsetzen. Und ein anderer Teil, das ist halt oft das Schattenkind oder das innere Kind, ne, so alte Bedürfnisse, die wir nicht befriedet haben, der hängt halt noch in diesen alten Strukturen fest. Und da zu sagen, okay, ne, selbst wenn das so ist, ist es in Ordnung, das schafft dann auch erstmal die Möglichkeit, im Prinzip den fruchtbaren Boden, um da dann die neue Saat an Mindset reinzupflanzen und neue unterstützende Glaubenssätze zu pflanzen, damit dann die neuen Pflänzchen quasi entstehen können und das wächst, was wir uns halt wirklich wünschen. Cool. Mal kurz gucken, ob noch ein paar Fragen drin sind. Ja, genau, guck mal. Die Petra hatte jetzt noch gesagt, dass das Spar-Mindset gerade in Deutschland sehr verbreitet ist, weil es da vielleicht noch Bezüge auch zu unserer Vergangenheit und dem Zweiten Weltkrieg gibt und so wie wir das dann vorgelebt bekommen von unseren Eltern, die ja noch ganz andere Phasen mitgemacht haben wie wir, wird es dann automatisch bei uns konditioniert. Kannst du dazu was sagen? Ja, das muss auch eine Generation mal wieder durchbrechen und auflösen, ne, damit das nicht immer wieder weitergegeben wird. Ja, absolut. Also wir haben halt im Prinzip die Traumata übernommen, ne, von den hervorgegangenen Generationen, weil ja auch die psychologische Entwicklung noch gar nicht so weit war und die wenigsten unserer Großeltern, die halt im Krieg waren, haben das aufarbeiten können. Ne? Also die wenigsten haben das getan. Und unsere Eltern halt auch nur zum Teil. Und deshalb ist es eine Frage unserer Generation und auch der jüngeren Generation, halt wirklich diese Zyklen zu durchbrechen. Und das ist total spannend. Das kann man zum Beispiel im Theta-Healing auch machen. Da bin ich mal 7 Generationen zurückgewandert, um ein Versprechen aufzulösen, das halt irgendwie einer meiner Vorfahren vor 7 Generationen gegeben hat und ich das halt einfach mit übernommen habe, es heute überhaupt keine Relevanz mehr hat. Ne? Also es ist ja inzwischen ein ganz anderes Leben da, ich bin ein ganz anderer Mensch und habe halt diese Umstände nicht mehr, aber das kann dann halt auch durch die Familiensysteme weitergegeben werden und das systemisch aufzulösen, ist auch total wichtig und auch total spannend. Ne? Das sind dann auch teilweise sehr emotionale Sitzungen oder halt auch einfach total abgefahrene Sitzungen, wo man dann halt überhaupt erkennen kann, was da alles mit zusammenhängt. Ne? Das ist ein extrem komplexes Thema. Und dann auch, was ihr auch schon gesagt habt, ne, die aktuellen Geldsysteme. Es hat auch ganz viel mit Verzeihen zu tun. Also sich selber verzeihen, auch dem Bankensystem zu verzeihen oder dem Bankberater zu verzeihen, der dem mal irgendwelche Aktien verkauft hat, die halt total in den Keller gegangen sind oder so. Das ist halt auch alles emotionaler Ballast, den man dann loslassen kann, wo man sagen kann, so ja, okay, ne, auch das akzeptiere ich jetzt erstmal so, wie es ist. Und ich schaffe mir mit neuen Gedanken, neuen Mindset und inspiriertem Handeln halt eine andere Zukunft. Und das hebt natürlich dann auch das allgemeine Level an Bewusstsein. Ne? Wenn wir jetzt alle oder wenn immer mehr Menschen damit arbeiten, das finde ich halt auch so cool, dass Mindset inzwischen so ein Modewort geworden ist und sich immer mehr Leute damit beschäftigen, das sorgt natürlich auch dafür, dass das kollektive Bewusstsein
sich höher schwingt und wir dann halt auch wirklich eine andere Gesellschaft schaffen können und auch mit einem ganz anderen Bewusstsein auch Business schaffen können, was ja dann nicht nur uns, sondern halt auch die Generationen nach uns prägt. Das ist halt echt, die Arbeit ist deshalb auch so wichtig, weil wir jetzt davon profitieren und auch zukünftig die komplette Welt davon profitieren kann. Absolut, du hast das ja gerade nochmal gesagt, dass wir ein kollektives Bewusstsein ja auf dieser Erde haben und das manchmal aber vergessen, dadurch, dass wir physisch durch unsere Körper voneinander getrennt sind. Aber je mehr Leute auch diesen Mindset-Work machen mit dir zusammen und Sachen auflösen, umso besser ist es für die gesamte Menschheit, weil du ja auch wieder als Beispiel vorangehst, du inspirierst dadurch wieder andere, wenn du ein gutes Money-Mindset hast. Und ganz wichtig, gibt es anderen auch die Erlaubnis, ihr eigenes Money-Mindset, ihr eigenes Verhältnis zum Thema Geld zu überdenken und dann auch neu auszurichten. Ja, absolut. Und ich finde es auch, also Männer müssen natürlich auch dran arbeiten, aber gerade Frauen haben da auch noch viel mehr aufzuholen, ne? Weil das auch historisch bedingt einfach so ist, dass Frauen viel seltener in die Rolle kamen, Geld zu verwalten oder auch Geld zu verdienen. Also das ist ja, ich glaube, erst 50 Jahre alt, dass Frauen in Deutschland überhaupt ein Konto haben dürfen, ne? Und nicht ihren Ehemann fragen müssen, ob das jetzt okay ist. So. Und das ist halt noch, wenn man sich das mal vorstellt, das ist halt echt noch alles total jung und frisch und da hängen natürlich auch ganz viele Glaubenssätze und Blockaden dran, ob man die Kompetenz hat, wirklich mit Geld umzugehen. Und es sagen auch viele Frauen, dass sie das Gefühl haben, sie können nicht mit Geld umgehen. Das ist halt auch eine Geldblockade, weil es ist nicht schwierig, das zu lernen. Es wird nur wenig vermittelt, es wird in den Schulen kaum vermittelt, in den Familien halt vielleicht auch nur bedingt. Es ist generell ein sehr schambesetztes Thema, ne? Also die wenigsten reden auch wirklich darüber. Auch viele wissen nicht, was die Freunde verdienen. Oder man weiß so, ja, die haben irgendwie viel Geld, aber wo das herkommt, weiß man nicht. Oder die anderen haben wenig Geld. Ja. Oder der Kollege, was er verdient. Ne? So. Gerade in Deutschland, Deutschland ist, glaube ich, eines der wenigen Länder, wo es zum Beispiel in Jobausschreibungen nicht das Gehalt drin steht, weil wir Deutsche so ein kompliziertes Thema kompliziertes Verhältnis zum Thema Geld haben und zum Thema auch Wert, was andere stiften. Oder gerade in Deutschland wird sich oft beschwert über Spitzensportler, die Millionen verdienen. In Amerika werden die gefeiert, weil die wissen, was sie für diese Mannschaft an Wert stiften, Merchandise dahinter hängt. Und das sehen die Menschen alles gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch dadurch bedingt, dass wir immer noch sehr in der Angst und im Mangel in Deutschland leben und auch konditioniert werden, von klein auf, ne? Total. Und die Deutschen lieben ja auch ihr Sparbuch, ne? Was ja total bescheuert ist. Also es wird ja weniger Geld, wenn du dein Geld auf dem Sparbuch liegen hast, weil es sich mein Inflationsausgleich mehr gibt, weil sich das so verändert hat. Und diese Angst vor Aktien oder Investitionen ist halt immer noch so groß, ne? Das ist halt auch so der Deutsche, der immer gerne alles sicher haben will und so kantig denkt, ne? Das ist ja, die Amis sind da ja auch viel offener, investieren natürlich einerseits, aber auch das Scheitern ist okay, ne? In Deutschland ist halt Scheitern ein Riesenproblem und eine Wahnsinnsniederlage. In den USA ist das klar, dass man auch mal hinfällt und wieder aufsteht und dass halt, dass man auch sich das erlauben darf sozusagen, ne, und dann immer dazulernt und weiterkommt. Und das finde ich ist auch ein ganz wichtiges Mindset, jetzt mal abseits von dem direkten Geld-Mindset, dass man halt auch einfach Fehler machen muss, um in seinem Business voranzukommen. Es geht ja gar nicht anders. Und dadurch lernen wir halt ganz viel und gehen dann halt immer wieder ein Level weiter und machen weiter. Und wenn das aber auch gesellschaftlich so verpönt ist oder so aussieht, als würde man scheitern oder allein die Angst davor hemmt dann ja schon total, dass man immer alles perfekt machen will und zu lange wartet, um vielleicht auch zu launchen oder na, halt einfach so Angst vor Sichtbarkeit hat, weil man Angst hat, dass man dann verurteilt wird oder beurteilt wird oder im schlimmsten Fall ignoriert wird oder so. Das ist, das steckt dann alles damit drin. Super. Ja, und das ist so, ja, genau. Und das sind ja auch große Themen bei uns in den DNX Unlimited-Programm, gerade dieses Rausgehen und sichtbar werden und sich zu zeigen und den Leuten auch ein Angebot zu machen und seinen wahren Wert dafür auch auszuschreiben und auszurufen und seinen wahren Wert bezahlt zu bekommen. Und ich glaube, da haben wir auch die größten Durchbrüche bei unseren Kunden im Programm, dass sie sich endlich mal selber gestatten, auch das auszurufen, was das Programm dann auch wert ist, weil sie ja die Transformation erschaffen und nicht mehr klein spielen. Aber wir sind so konditioniert, dass man
dass man Angst hat, mit einem Angebot rauszugehen, weil man denkt, es würde vielleicht keiner kaufen oder die Leute würden schlecht darüber reden, wenn das jetzt hochpreisig ist. Und das ist so spannend zu sehen, wie das aber langsam aufbricht und die Leute sich ihres wahren Wertes bewusst werden. Gerade auch bei uns in der Facebook-Gruppe Zeit der Experten versuchen wir das ja jetzt auch ein bisschen vorzuleben, dass die Leute, dass es völlig legitim ist, sogar deren Geburtsrecht und Verpflichtung ist, angemessene Preise für ihre Dienstleistungen und für ihre Programme und Services auszurufen. Ja, aber das ist dann auch, ne, das hat auch zu tun mit Verkaufen im Internet, weil viele verbinden das damit, es sind nur kostenlose Informationen im Internet und so weiter, ne? Oder was ich eben gesagt habe, Wissen oder Transformation oder unsichtbares Wissen ist nicht so viel wert wie ein Handy oder ein Auto oder so, ne? All diese Sachen, das ist auch total spannend. Was ich eben noch einmal erzählen wollte, woraus wir auch ein Mega-Learning oder wo ich auch einen riesen Schub gemacht habe, war, als wir einmal wirklich richtig viel Geld auch verloren haben. Das hört man ja ganz oft, diese Geschichte, aber uns ist das tatsächlich auch schon mal passiert. Und da in diese auch Forgiveness zu gehen, und nicht in die was Scham passiert zu gehen. Ist, genau. Also, und man macht sich ja selber dann Vorwürfe, hätte ich anders handeln können, hätten wir was anders machen, warum passiert ausgerechnet mir das? Genau. Ich so diese Opferrolle. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, oder ist das passiert, also so ein bisschen Karma-artig, ne, weil man früher zu viel am Geld festgehalten hat, dass dann genau das Gegenteil passiert, um dir dieses Learning zu geben, so ungefähr, ne? Aber letztendlich war das so cool, also so ein geiler innerer Prozess, dass einen das wieder weitergebracht hat, obwohl es eine saudoofe Situation war. Aber das war echt eine krasse Challenge, die aber so viel Potenzial zum Wachstum gegeben hat, auch in diese Forgiveness reinzugehen gegenüber dieser Person, die uns da so viel Geld dann wirklich abgenommen hat. Ja, ja. Und nicht in die Scham zu gehen, sich selber keine Vorwürfe zu machen, nicht in die Opferrolle zu gehen und auch ganz wichtig, bei der nächsten Chance trotzdem wieder die Chance zu sehen und nicht das Risiko und trotzdem wieder zu ins Vertrauen wieder zu gehen. Und ins Vertrauen zu gehen. Ja. Und das ist, ja, aber das war auch ein Moment, wo wir dann auch selber gemerkt haben, okay, da waren wir auch nicht achtsam genug, könnte man sagen, ne? Also, das war ganz spannend, zu sehen, was ist da überhaupt passiert, warum ist das passiert und was soll ich jetzt daraus lernen? Ja. Genau. Und man kann ja immer was daraus lernen, ne? Und es ist ja auch okay, da mal einen Fehler zu machen und Geld ist ja unendlich, ne? Genau wie Energie, es ist halt einfach genug da und es ist immer im Fluss und manchmal geht's dann halt auch, ne? Weil diese Lektion so wichtig war. Ja. Ich vergleiche das ganz oft mit einem Trampolin als Bild, ne? Dass du halt erstmal so nach unten schwingst, also irgendwie eine Niederlage erlebst oder vermeintlich scheiterst oder vor einer riesen Herausforderung steht, die auch negative Gefühle hervorruft, um dann aber umso höher rauskatapultiert werden zu können. Und ja, eigentlich, ich kenne niemanden, dem das nicht passiert ist. Ne? Also sind dann die unterschiedlichsten Facetten, vielleicht auch unterschiedliche Geldmengen sozusagen, aber es ist halt immer irgendwas, wo man denkt, so ja, okay, das war richtig scheiße, als man so mittendrin in diesem Prozess steckt, aber nachher siehst du halt, was es für eine Qualität hatte, wenn du daraus gelernt hast. Ne? Also wenn du dann wirklich auch dir die Arbeit gemacht hast, um zu sagen, was werde ich beim nächsten Mal anders machen, ne? Oder was hat dazu geführt, dass ihr jetzt vielleicht in dem Moment nicht so achtsam wart? Hat da vielleicht die Intuition trotzdem schon ein Signal gegeben und ihr habt nicht drauf gehört oder so, ne? Es ist ja ganz oft, dass man dann so eine Kopfentscheidung trifft und nicht voll mit dem Herzen oder mit dem Bauch dabei ist. Und das sind dann alles Indikatoren, wo man sagen kann, okay, beim nächsten Mal nehme ich halt das dann auf jeden Fall mit auf, was den Unterschied gemacht hätte. Mhm. Ja, das ist ja auch diese Konditionierung auf, egal was in deinem Leben passiert, es ist erstmal in dem Moment für dich so gedacht, auf deiner Soul Purpose. Also deine Seele möchte ja genau diese Challenge oder diese Situation jetzt experiencen, damit du wächst und darüber hinausgehst und beim nächsten Mal geprimed bist, dass das nicht nochmal passiert. Und man denkt ja immer, einem selber passiert sowas nicht. Die Storys hat man so tausendmal vorher gehört, alles verloren, wieder auf Null geknallt, eine dumme Entscheidung machen. Wie du schon sagtest, das kann in allen Dimensionen passieren. Das kann eine Million sein, das können 100.000 Euro sein, das können aber auch mal 10.000 Euro oder 1.000 Euro sein, die auf einmal sind. Und ich glaube, das ist so enorm wichtig, auch nicht selber in diese Scham reinzugehen, in dieses Schamgefühl, dass du selber einen Fehler gemacht hast. Ja.
Genau, oder wenn das passiert ist, dann damit zu arbeiten, ne, und sich dann auch selber zu verzeihen und das loszulassen, damit du dann wieder daraus wachsen kannst, ne? Weil es ist tatsächlich, es passiert halt einfach. Also wir leben in einer dualen Welt und es passiert nicht immer nur Gutes und es geht ja auch nicht im Business immer nur geradeaus oder so steil bergauf. Es ist ja ein total verwinkelter Pfad und es sind halt auch immer Abschwünge dazwischen, die ganz wichtig sind, um dann das nächste Level auch erreichen zu können. Ja. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, wie wir in die Vergiftnis gekommen sind gegenüber dieser Person, wo uns das passiert ist mit dem ganzen Geld. Ja, gute Frage, wie wir da in die Vergiftnis gekommen sind. Also ich hatte einfach so die Intuition, dass das der richtige Weg ist, dass man jetzt nicht jemand macht was Fieses und du, und dass es mir ja selber schadet, wenn ich jetzt Hass, Wut, Trauer und so weiter habe, schade ich mir ja nur selber. Und in diese Compassion zu gehen, so, warum ist das vielleicht passiert, was ist in dem Leben von der Person vielleicht, also was mir leid tun könnte für ihn, dass er so gehandelt hat, genau. Und sich versuchen, da rein zu versetzen, dass es das vielleicht auch nicht extra gemacht hat oder aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt so direkt nicht sehen kann, aber die vielleicht seine Berechtigung haben. Ja, also ich habe einfach gemerkt, man dann schadet sich einfach selber damit. Ja. Und um weiterzukommen, musst du vergeben und loslassen. Genau. Und dann auch wieder Platz schaffen für neue Opportunities, für neue Gelegenheiten. Dich wieder auf gute, neue, andere Sachen fokussieren. Weil das ist ja auch eine sehr niedrige Frequenz, in die man dann runtergeht. Wenn eine niedrige Energie, genau. Hass, Aggression, Selbstmitleid. Ja. Das ist, glaube ich, so der Key, da auch dann wieder über sich selber hinauszuwachsen. Das ist jetzt immer so leicht dahergesagt. Aber wenn du selber in der Situation bist, ist es ganz schön tough. Aber das ist genau diese Challenge, die du in dem Moment lösen sollst, um danach umso gestärkter wieder hervorzugehen. Ja, gut. Ja, und ich finde auch immer so dieses grundsätzliche Mindset, dass Menschen immer ihr Bestes geben. Genau, da wo sie gerade sind, in der Situation. Genau. Mit den Informationen, die sie gerade zur Verfügung haben. Vor 10, 20 Jahren hätte ich auch noch ganz anders wahrscheinlich gedacht und gehandelt, als wir es jetzt getan haben. Ja, ja. Und das hilft dann auch, aus dieser Opferrolle relativ schnell rauszukommen. Ja. Ne? Okay, diese Person hat ihr Bestes getan. Die hat halt irgendwie vielleicht auch noch komischen Werten, aber halt auf jeden Fall in ihrem Sinne gehandelt. Ne? Also es gibt immer eine Motivation, immer eine Intention und die ist in der Regel positiv. Aber ich habe vielleicht nicht für euch, sondern für jemand anders. Ne? Ich habe auch wirklich den Fehler bei uns gesucht, was ich eben gesagt habe. Waren wir da nicht achtsam genug, so könnte man es nennen. Also waren wir auch mit schuld, wenn du so willst, ne? Auf jeden Fall. Wir sind ja immer in einer Interaktion, ne? Also wenn es dann was ist, was mit dem anderen Menschen zu tun hat, dann hat das auch mit uns was zu tun. Auch da glaube ich halt, also ich denke dann halt so, dass es auch mit diesen Lebenslektionen zu tun hat, die wir halt lernen dürfen, um das nächste Level zu erreichen. Ne? Also eine meiner Mentorinnen sagt halt immer, new level, new devil. Es kommt halt immer mit dem nächsten Level kommt halt irgendeine Herausforderung. Das kann eine Person sein, das kann halt wieder ein innerer Widerstand sein, ein neuer Glaubenssatz sein. Also was für eine Gestalt dieser Dämon sozusagen das dann annimmt, kann total variieren. Ja, je größere Ziele und Visionen man hat, desto größer werden die Herausforderungen und Challenges, mit denen man dann dealen muss. Ne? Das stimmt voll. Absolut. Also es geht dadurch nicht leichter, wenn man nächste Level erreicht. Genau, spannend. Und vielleicht auch mit dem Mindset reinzugehen, dass immer wieder werden auch Challenges in dein Leben kommen. Man geht ja immer nur von dem perfekten Tag aus, dem perfekten Zustand, gerade wenn man seinen Kalender plant, die To-Do-Liste oder so. Man denkt, es kommt niemand von außen dazwischen, kein ungeplanter Termin. Und am Ende des Tages ist man dann enttäuscht, dass man nicht so viele Sachen geschafft hat, wie man sich vorgenommen hat. Und sich da vielleicht auch so ein bisschen zu konditionieren oder das selber zu verstehen und zuzulassen, dass es auch immer wieder neue Herausforderungen in deinem Leben geben wird. Und das ist ja auch diese Experience called Life, das ist Leben, was wir uns ausgesucht haben. Wir sind ja inkarniert hier auf dieser Erde, um Erfahrungen zu machen und wieder zurückzugehen zur Source. Und dazu gehören dann diese ganzen Herausforderungen auch, die dich wieder zum Wachsen bringen. Ja, absolut. Und das ist, ne, das Universum dehnt sich ja auch die ganze Zeit aus. Also es ist
und der Lebenssinn sozusagen ist, dass wir wachsen. Und wenn wir es nicht aktiv machen, dann werden wir halt immer diese Herausforderungen vom Leben bekommen und werden eingeladen, genau wie du es gesagt hast, diesen Seelenpurpose halt zu erfüllen, ne, um das nächstes Level zu erreichen, weil Stillstand gibt es halt nicht. Ja. Es geht nicht. Das ist ein Gesetz der Natur, das sich immer alles verändert. Und wenn wir es nicht aktiv vorantreiben durch ne, Programme wie DNX Unlimited oder diese Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Arbeit, dann kriegen wir es halt aufgetischt. Und selbst wenn wir es aktiv machen, kriegen wir diese Lebenslektionen noch dazu, weil dann das Universum auch weiß, so, ja geil, die sind dran, so, ne, die sind bereit fürs nächste Level. Los geht's. Gebe ich denen jetzt ja, mal diese Challenge. Also mal gucken, ob sie es wirklich wollen, ne? Und wie schnell genau. Sie aufgeben, so. Und das Spannende ist ja auch, wenn du das nicht auflöst, dann kommt immer wieder dieser gleiche Trigger in dein Leben, immer wieder die gleiche Challenge. Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht, wenn du eine Sache nicht auflöst, dass sie immer wieder kommt in einer anderen Form. Mhm. Bis du einmal die Message verstanden hast und irgendwie das transformierst und bearbeitest sozusagen, ne? Das haben wir schon ganz oft auch gehabt. Wurde so denkst, jetzt schon wieder, das ist doch wieder das Gleiche wie... Ja, aber dass du dann mal kurz innehältst und reflektierst und sagst, okay, was will mir das Universum jetzt gerade sagen? Warum taucht das schon wieder auf? Genau diese Sache, wo ich dachte, ich hätte sie aufgelöst. Ja. Hast du nicht. Ja. Du hast nicht genug Work gemacht. Ja, genau. Und das ist vielleicht auch nochmal... Ja, sag du. Nee, nochmal zu dem Punkt, was du eben gesagt hast, dass diese Sehnsucht da ist, irgendwie anzukommen oder fertig zu sein. Ja. Das ist auch eine Blockade, dieses, wenn ich das Geld habe, dann bin ich glücklich. Ja, oder wenn ich dann das und das, wenn ich in Thailand bin, dann bin ich glücklich. Ja. Ne? Aber das ist ja nie der Fall, sondern es ist halt immer die Transformation durch diese Herausforderungen. Also du bist halt, also das, wer du wirst unterwegs, ist das, was dich halt wirklich glücklich macht und nicht das, was du wirklich bekommst. Ne? Also was so, was du dir kaufen kannst, sondern es ist halt wirklich diese Transformation, die so entscheidend ist. Ja, und oft, das finde ich auch ganz spannend, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ey, wir wollen in Brasilien ein Healing Center machen, nicht so zu überlegen, okay, ich will ein Healing Center machen, kostet so und so viel Geld, sondern was ist eigentlich für ein Gefühl dahinter, warum ich das haben will, ne? Zum Beispiel eine Community, wie eine Base, eine Home, mit coolen Leuten zusammen sein. Das ist das Gefühl, was man haben will. Und das dann halt schon ins Jetzt übertragen, ohne dass man das andere schon realisiert hat, ne? Das ist ja so ein bisschen zu gucken, welches Gefühl steht eigentlich dahinter und das mehr täglich zu leben. Ja, das genau. Das gibt einem ja auch dann die Zufriedenheit und so ein bisschen hat man dann nicht mehr so das Attachment, dieses andere Ding unbedingt haben zu wollen oder zu müssen, weil man es auch anders kompensieren kann. Genau, es ist dann ja auch schon größer als man selber, ne? Das ist dann halt auch was nicht nur mit einem selbst zu tun hat, wie, keine Ahnung, der Sportwagen, den man gerne fahren möchte, um dann irgendwie anzugeben, sondern es ist halt eine Mission, das ist ein Impact für so viele Menschen, der ist ja dann einfach, ja, wie willst du den dann irgendwie noch in Geld messen? Ja. Das geht dann halt gar nicht, ne? Und das ist halt auch das, was Fülle ja auch ist. Das ist dann Friede, das ist Liebe, das ist Leichtigkeit, das ist Freude, ne? Und das dann wirklich zu erleben, gerne auch kombiniert mit ganz viel finanzieller Fülle, um halt all das möglich zu machen, weil es kostet dann ja auch Geld, ne? Ihr müsst dann irgendwie was mieten oder kaufen und Leute Personal haben oder was weiß ich, Reisekosten und so weiter. Also das darf ja auch alles anfallen. Aber da immer im Vertrauen zu sein, dass wenn die Gefühle richtig ausgerichtet sind, dann kommt halt auch das Geld und das macht es dann möglich. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Und was ich auch noch voll spannend finde, genau den Glaubenssatz, den du eben meintest, Arbeit muss hart sein, weil das hatte ich auch voll lange. Ich glaube, das haben auch ganz, ganz viele Leute, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, quasi wo das herkommt oder wie man das auflösen kann, weil ich einfach auch das Gefühl habe, dass wir jetzt einfach in das Zeitalter gehen, wo es mit mehr Leichtigkeit und Spaß einfach gehen darf, weg von diesem Doing, 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 Matter mit Matter changing. Und dieser Glaubenssatz, der hängt ja voll tief drin, ne? Aber total. Und ich finde, genau, das ist ja auch sowas Urdeutsches, ne? So, dass man fleißig ist und also im Prinzip kommt es ja aus der Industrialisierung, ne? Dass man da halt einfach eine bestimmte Stundenanzahl gearbeitet hat und es war auch harte Fabrikarbeit und dann hat man halt Geld dafür bekommen oder auch die landwirtschaftliche Arbeit, ne? Das war halt echt richtig hart. Mhm. Aber das hat sich ja verändert. Also wir können ja mit unseren
krassen kleinen Maschinen jetzt Unglaubliches vollbringen und das auch anzunehmen und zu sagen, wir sind halt in einem anderen Level. Wir haben als Generation oder die Generationen, die jetzt hier in diesem Zeitalter leben, können halt ganz, ganz anders voranschreiten durch die technologische Entwicklung. Und das hat positive Aspekte, das hat auch negative Aspekte. Ne? Da sind wir halt dann als Gesellschaft auch gefordert, dass wir die Verbindung nicht verlieren, die zwischenmenschliche Verbindung, aber diese Möglichkeiten, die es gibt, die sollten wir natürlich nutzen. Und dann müssen wir all das, was wir jetzt jahrhundertelang gelebt haben, erlebt haben oder was die ganzen Generationen vor uns erlebt haben, dass Arbeit hart sein muss, das dürfen wir jetzt umprogrammieren. Und das geht halt, also es ist möglich, das in so einem Fingerschnipsen zu machen, aber wir müssen auch daran glauben, dass es möglich ist. Und dieser Prozess, um da erstmal hinzukommen, braucht halt die Vorarbeit, ne? Und dann auch dieses kollektive Bewusstsein, so, ne, was ihr jetzt ja auch vorantreibt, auch in der Gruppe und mit eurer Arbeit, immer wieder zu sagen, dass es möglich ist und auch zu zeigen, dass es möglich ist. Es gibt inzwischen viele Role Models, Vorbilder, die halt einfach zeigen, je weniger man arbeitet, je mehr man sich auf das konzentriert, wofür man halt wirklich da ist auf dieser Welt, desto mehr Einfluss kann man dann auch haben, ne? Und desto mehr Geld kann man in der Regel auch verdienen. Also auch die Mentoren, mit denen ich arbeite, die sagen halt auch, wenn du es schaffst, in deinem Business nur weniger zu arbeiten und all das, was du outsourcen kannst, halt wirklich outzusourcen, dann kommt auch die Fülle und dann kommt das große Geld. Und da haben wirklich viele Probleme, das loszulassen, auch das Ego loszulassen und zu sagen, ich bin so wichtig, ja, ne? Ich muss 14 Stunden am Tag arbeiten, damit ich das Gefühl habe, auch wichtig zu sein. Und wir werden oft nach Leistungen geliebt, ne? Also das da wachsen auch halt viele damit auf, dass sie dadurch, dass sie was gemacht haben, dass sie was geleistet haben oder sich auch angestrengt haben, dass sie halt dafür Liebe empfangen haben von ihren Eltern und gar nicht so sehr nur dafür, dass es sie gibt. Ja, ne? Und für das reine Sein, ne? Ja. Genau, und das ist auch was diesen Glaubenssatz mitprägt. Und da ist ja auch was Gutes drin. Also wir, ne, es ist ja auch gut, dass man sich mal anstrengt oder dass man was leistet oder auch über sich selbst hinauswächst, aber es braucht halt diese Balance dann wieder zu definieren, wo macht es halt wirklich Sinn, sich reinzuhängen und dran zu arbeiten, ne? Zum Beispiel in der Persönlichkeitsentwicklung, aber um jetzt wunderschöne Social-Media-Bilder zu basteln, vielleicht nicht, ne? Also so, da kann man halt einfach schauen, was ist jetzt so der richtige Weg für einen selbst. Ja, aber das ist ganz über Generationen gewachsener Glaubenssatz. Ja, wir hatten das auf jeden Fall auch sehr lange in der Selbstständigkeit, dass wir dachten, oh, wir können jetzt nicht mittags ins Fitnessstudio gehen um 12 Uhr. Ja. So, weil man dachte, nee, man muss jetzt am Rechner sitzen bleiben, total bescheuert. Aber das haben wir nicht mehr. Aber so am Anfang war das so ganz krass, ne? Ja, sich selber das zu genehmigen, dass man jetzt diese Freiheit als Unternehmer hat. Ja. Und ich glaube, was du eben auch noch gut gesagt hast, ganz viele definieren sich ja dann auch über Arbeit. Und ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber als ich noch in der Arbeitswelt war als Angestellter, gehört es irgendwie zum guten Ton, immer gestresst zu sein und immer Überstunden zu machen. Ja. Und das können wir, glaube ich, heutzutage mal loslassen, diesen Glaubenssatz in 2019. Ja, total. Und wenn wir ein eigenes Business haben, können wir es ja definieren, ne? Also dann haben wir es ja noch mit uns und unseren Glaubenssätzen zu tun. Ich komme aus der Agenturlandschaft. Wir mussten im Büro sitzen, ob es was zu tun gab oder nicht. Ja. Und wer als erstes gegangen ist, hat halt verloren. Der war halt der Loser sozusagen. Scheuert. Ja, richtig scheiße. Ich weiß auch bei mir, so, dann hast du dich nicht getraut, um 19 Uhr zu gehen, weil noch keiner gegangen ist. Und dann 19:30 Genau. Irgendeiner hat sich getraut und dann hast du dir gedacht, okay, dann warte ich jetzt noch, bis zwei andere Leute gegangen sind und dann kannst du endlich hier raus. So, fast total klopft. Eigenes Gefängnis gebaut mental. Absolut. Und das machen ja viele Selbstständige auch, ne? Dass sie dann so ihr Hamsterrad bauen und dann nicht nur 5 Tage arbeiten, sondern 7 Tage die Woche und dann noch weniger Geld verdienen. Und es geht halt wirklich, wirklich anders. Ja. Ja, und da hilft natürlich auch euer Programm, ne? Da das Mindset und die Strategie dann auch zu kombinieren. Absolut. Ich glaube, diese Mindset-Arbeit, die hört ja auch nie auf, ne? Das ist wie so ein Muskel. Ja. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe und meinen Body trainiere, dann musst du auch immer wieder regelmäßig diese Mindset-Arbeit machen. Und deshalb haben wir das auch als so elementaren Part bei uns in das DNX Unlimited-Programm mit reingebaut, dass die Menschen jede Woche Montag mit dir live
Coaching zu dem Thema Mindset haben. Und auch bei uns in den Live-Coaching-Calls von Feli und mir mit unseren Kunden, jeden Donnerstag geht es auch sehr oft wieder um das Thema Mindset, weil das macht am Ende des Tages den Unterschied, ob dein Business erfolgreich wird oder nicht. Ja, absolut. Ja. Hat denn noch irgendjemand einen limiting belief zum Thema Money, den er mal in den Chat schreiben kann? Oder sonst kann Julia vielleicht noch einen enttarnen, der sehr, sehr häufig ist. Hast du noch einen in petto? Ja, also was auch super beliebt ist, gerade bei Anfängern sozusagen, also Leuten, die loslegen, ist sich selbst so runterhandeln, auch in den Zielen schon. Dass man sagt, ja, ich würde gerne 20.000 oder 30.000 Euro im Monat verdienen, aber eigentlich bin ich auch erstmal mit 5 zufrieden. Ja, ja, merken wir auch immer wieder. Und sich selber nicht eingesteht, groß zu denken. Und am Ende des Tages sind es ja einfach nur Zahlen. Also wir haben da auch mal eine lustige Übung zu gemacht, dass wir uns einfach mal aufgeschrieben haben, wie weit diese Zahlenmenge gehen kann, um dann zu merken, wie verrückt das eigentlich ist. Und dass es einfach nur Konzepte sind, Zahlen, die aus dem Nichts geschaffen sind. Und ob es dann eine Fantastitrillion ist oder wie hieß es? Ja, wir haben mal auf Wikipedia geguckt. Was kommt nach der Million? Was kommt nach der Trillion? Die Billiarde? Und dann kommen nachher so lustige Zahlen. Das müsst ihr mal auf Wikipedia lesen. Fantastillion, Quadruptiprillion oder so. Und dann denkst du dir irgendwann so, dass du alles total verrückt und crazy, aber auch voll witzig, um mal so richtig groß zu denken, so, ne? Ja. Und eine Eins mit 1 Million Nullen dran. Wie heißt die Zahl eigentlich? Oder wie viel verdient überhaupt die reichsten Leute auf der Welt? Was haben die für Networks? Was haben die überhaupt für einen Verdienst? Oder wie viel? Also es ist einfach mal so spannend, da mal so spaßeshalber drin rumzudingen, um mal so zu gucken, mit was für Zahlen man da eigentlich rumschmeißt. Um auch selber dann wieder ein anderes Verhältnis zu Zahlen zu bekommen. Ja. Wenn du dann 1.000 oder 2.000 Euro für dein Programm ausrufst und du hast vorher mit diesen Quadrimillionen gehandelt, dass du denkst, ja, das ist doch total reasonable. Oder einer hieß Google. Also so ähnlich wie Google. Das war so eine Zahl, weiß ich nicht, wie viele Nullen die hatte, aber das war so lustig. Da hatten wir echt voll Spaß, als wir da einfach mal so drin rumgedickt haben. Ja. Total witzig. Ja. Und was glaubst du, was ist das, warum die Leute sich nicht trauen, dann da drüber zu gehen, um erstmal so niedrig zu starten, also fehlendes Selbstbewusstsein oder einfach die Angst, dass es keiner kauft, ne? Auch. Ja, genau, das ist auch, und das ist oft auch so wieder dieses Identität, ne? Also viele haben unbewusst auch, dass sie nicht mehr verdienen können sozusagen als in vielleicht ihrem Angestelltenverhältnis. Also es ist oft noch so ein übrig gebliebenes Arbeitnehmer-Mindset oder ganz oft, was die Eltern verdient haben, ne, dass man dann auch denkt so, oder so, ja, dieses so, ja, aber eigentlich reicht es ja irgendwie 5.000 zu haben, dann vielleicht auch Werte oder Beurteilungen aus der Familie, aus dem Freundeskreis, dass es halt gar nicht so angesehen ist, dass man vielleicht viel Geld verdient oder vielleicht auch viel Geld verdienen möchte. Oder dass es halt auch diese Beziehung verändert, ne? Dass du denkst, so, naja, dass du vielleicht auch komische Meinungen über reiche Menschen hast. Und wenn du dann auf einmal selber sehr wohlhabend bist, dass du einerseits nicht mehr zu deinen Freunden passt, die halt vielleicht immer den günstigsten Kaffee kaufen müssen oder wollen. Und dann kannst du dich aber mit diesem neuen Kreis noch nicht identifizieren, weil du auch gar nicht weißt, wer du dann sein wirst oder wie dieser Kreis an wohlhabenden Menschen aussieht. Ne? Das sind ja oft so ganz viele Klischees, die dann da übrig geblieben sind, was mit der Realität ja überhaupt nichts zu tun hat. Weil es ist ja völlig egal, ob du reich bist oder nicht. Du bleibst ja der Mensch, der du bist. Also das multipliziert ja nur das Geld. Ne? Also das, was du an Eigenschaften hast, wird dann mehr. Ja, wenn du herzlich bist und großzügig bist, wirst du das noch mehr sein können, wenn du halt auch die finanziellen Ressourcen hast. Ja, man sagt ja auch, dass es oft wie so ein Thermometer ist, ne? Was man einstellt auf ein bestimmtes Thermostat, auf eine bestimmte Summe, die sich so gut anfühlt, aber dann kommt man auch nicht darüber. Genau, das sind so energetische Einkommensgrenzen. Ja. Auch ganz spannend. Ich glaube, viele haben auch noch diesen Glaubenssatz oder die Konditionierung, dass man nicht mehr Geld verdienen darf als seine Eltern. Dass man innerhalb der Familie auf einmal dann auch auf Widerstände stößt oder sie versuchen, dich unbewusst zurückzuhalten sogar, auch wenn sie es nicht böse meinen, dich zu manipulieren, dass du mehr Einkommen generierst als dein Vater oder deine Mama. Absolut. Und das sind auch so Loyalitäten, die wir dann unbewusst spüren, ne? Dass wir das Gefühl haben, wenn wir da ausscheren würden,
dann würden wir vielleicht nicht mehr geliebt werden oder würden halt ausgegrenzt werden. Und das ist ja auch so eine ganz ursprüngliche Angst, weil wir früher in der Steppe halt gestorben sind, wenn wir uns aus der Gruppe entfernt haben. Und das ist halt auch tatsächlich was, was man dann auch durch die Arbeit, die wir dann halt auch in den Mindset-Sessions machen, dass man daran arbeiten kann und sagen kann, was ist denn die neue Identifikation, aber was bedeutet denn die Loyalität? Und glaubst du nicht, dass deine Familie dich trotzdem liebt? Ne? Da steckt dann auch ganz viel noch an eigenen Überzeugungen, also Überzeugungen, die dich selbst betreffen, aber was auch die anderen Personen betreffen. Und auch viel diese Klischees, ne? Was reiche Menschen haben keine Freunde, zum Beispiel, haben keine Freunde mehr. Ja, ja. Ja, oder Geld verdirbt den Charakter, oder ja. Geld stinkt. Und all diese negativen Glaubenssätze, die musst du auflösen, wenn du Geld in dein Leben bringen willst. Ja. Ich weiß, dass sich jetzt viele auch fragen, wie kann ich denn mehr über das DNX Unlimited Programm erfahren? Wie kann ich auch in die Coachings montags mit der Julia kommen oder in die Coachings mit Feli und mir und an meinem Mindset arbeiten? Ich habe unten den Link eingeblendet, dnxunlimited.de/call. Da kannst du dich für ein kostenloses Strategiegespräch mit uns bewerben und wir analysieren dann ganz genau, ob wir dir helfen können und ob du ein guter Fit für unser Programm bist und machen dir dann entsprechend ein Angebot dafür. Cool. Es sind schon so tolle Leute dabei. Es macht so Spaß, die Calls zu machen. Ja, echt so. Ich bin auch, ja. Liebe unsere Kunden. Ja. Einfach alle super, super, super geil. Geiles Mindset, geile Themen, viel Know-how. Super, super ja. Geil. Und das Spannende ist ja auch, dass man immer die Menschen in sein Leben zieht, mit denen man am meisten resoniert. Also wenn du jetzt vielleicht merkst, du resonierst mit der Julia, mit dem Markus, mit der Feli, möchtest gern mehr Zeit mit dem verbringen, noch enger zusammenarbeiten, dann geh auf jeden Fall auf die URL. Und bis jetzt war es auch so, dass jeder einzelne Kunde, der jetzt bei uns im DNX Unlimited Programm ist, genau jemand ist, mit dem ich auch gerne privat mehr Zeit verbringen möchte. Und das ist dieses Gesetz der Resonanz. Das ist so spannend, dass das auch online und digital funktioniert. Gerade auch durch so Formate wie jetzt ein Facebook Live, wo man sich ja nicht groß verstellen kann, sondern wo die Menschen dann live dann auch die Energie spüren. Ja. Oder wenn du einfach halt in einem Umfeld sein willst, wo es okay ist, mehr zu verdienen, größer zu denken und ja, deine Sachen ins Leben zu bringen. Also dein Wissen und dein Know-how und wie du andere Menschen transformieren kannst. Also einfach, wenn du Bock hast, in dieser Energie zu sein und da weiterzukommen, dann buch dir gerne deinen Call. Ja, ich finde es auch, das Umfeld, ne, es ist so wichtig, in so einem unterstützenden Umfeld auch zu sein, wo all diese Wünsche da sein dürfen, ne, und dass man auch ganz transparent ist und ganz, ganz ehrlich über die Wünsche, Träume, Ziele, aber auch die Blockaden sprechen kann, ne, und sagen kann, so, das macht mir Angst, ich habe Angst vor Erfolg oder ich habe Angst vor Sichtbarkeit, ja. Und dass es dann ein Umfeld gibt, die dir einerseits halt helfen können, ne, wie all die Coaches, die da sind und halt auch Methoden haben, um damit zu arbeiten, aber auch die anderen Teilnehmer, die das total gut nachvollziehen können und selber kennen und vielleicht auch zeigen, ne, durch eine schnelle Transformation, wie schnell man das auch ändern kann, ja. Und dann auch wieder ein Vorbild sein kann. Ja. Total. Ja, voll cool. Voll cool. Ja, wir sind super dankbar, dass du bei uns im Coaching-Team bist und so viel Durchbrüche auch für unsere Kunden erzielst. Ja. Das ist so ein enorm wichtiger Faktor in der ganzen Strategie, die wir coachen, plus das richtige Mindset, plus den Support, den es da gibt. Aber die Leute, die feiern einfach auch diese Mindset-Coachings sowas von ab. Und bei dir ist immer die Bude voll, jeden Montag. Das ist cool, danke dafür. Ja, es macht halt einfach mega Spaß. Das ist halt meine Mission. Ja. Ja. Voll cool. Sollen wir noch eine Frage finden? Wenn noch eine da ist. Okay. Die Katha sagt, wie ist die beste Strategie bei Verhandlungen, erst die andere Partei kommen zu lassen, um eventuell besser wegzukommen, als wie man sich selbst verkauft hätte? Ich glaube, diesen Fehler habe ich schon ganz, ganz oft gemacht. Sag nochmal, wie ist die Strategie bei Verhandlungen? Also ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die Frage ist so ein bisschen, ich glaube, sie fragt, wie die beste Strategie bei Verhandlungen ist, gerade wenn es auch um Geld geht, ob man da erst die andere Partei kommen lassen soll, in terms of was sie vielleicht denken, was das wert sei, oder damit du besser wegkommst, oder was sie dafür haben wollen, als wenn man sich selbst verkauft hätte. Also macht es mehr Sinn, direkt seinen eigenen Wert auszustrahlen und das Angebot
so in die Welt zu bringen, was du denkst, was dein richtiger Wert ist, oder vielleicht darauf zu hoffen, dass dir jemand anderes noch ein besseres Angebot macht? Ach so, also ich würde sagen, dass mal, also erstmal dieses Kennen des eigenen Werts oder erstmal einen Preis zu finden, mit dem man sich auch wohlfühlt, ne? Und das auch auf der energetischen Ebene. Das kann man auch kinesiologisch testen. Also wie halt so die Preisspanne ist für den eigenen Wert, ne? Also was glaubt man auf der bewussten Ebene, was man wert ist, und was glaubt das Unterbewusstsein? Und da ist halt ganz oft eine Diskrepanz, ne? Dass man halt bewusst sagt, ich möchte 240.000 im Jahr verdienen, und das Unterbewusstsein sagt aber, nee, bei 120 ist Schluss oder so, ne? Und das kann man dann auch durch kinesiologische Methoden dann auflösen, dass man das anpasst. Und ansonsten, also so Verhandlungstechnik, es ist ja nochmal so ein bisschen ein anderes Thema als Mindset, aber ich finde es immer gut, transparent zu sein und offensiv auch mit dem eigenen Wert umzugehen, ne? Wenn das passt, also wenn das für dich energetisch passt und authentisch ist, und du komplett dahinter stehst, dann ist es ja auch völlig egal, wie dein Gegenüber reagiert. Weil es kann ja immer noch sein, dass das Mindset deines Gegenübers sagt, das ist viel zu teuer. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass das Angebot zu teuer ist oder dass du das nicht wert bist, ja, sondern es ist dann einfach kein Match. Ne? Ja. Das ist auch ganz spannend. Wir haben, ja, das, Match, wir, genau, haben das auch selber bei uns in unserem Leben gemerkt. Sobald wir angefangen haben, auch zu investieren und auch hochpreisige Seminare und Workshops zu besuchen, ab dem Moment kannst du es dann auch selber halten, deinen eigenen Wert und das anbieten. Wenn du es aber nie gelernt hast und noch nie selber diese Summen ausgegeben hast, dann kannst du es auch nicht halten, weil du ja nicht weißt, ob es das wert ist. Hast du aber selber schon mal eine gute Erfahrung damit gemacht und einmal investiert in dich selber und dann embodied, was das für dich bedeutet hat in deinem Leben und in deinem Business, dann kannst du es, glaube ich, auch mit viel mehr Selbstverständnis und Leichtigkeit auch ausrufen. Ja, total. Und bei vielen ist das schon so, dass allein die Entscheidung zu investieren oder es zu tun, kann schon total viel in Gang setzen. Ne? Dann hast du vielleicht noch nicht mal deine ersten Coachings gehabt oder deine Strategie verändert, aber alleine, dass du diese Bereitschaft signalisierst und auch da ins Vertrauen gehst, dass das der richtige Weg ist. Und zum Beispiel, ne, bei dem Programm mitzumachen, dass das schon ganz viel auslösen kann an Veränderungen. Und dann kann man darauf richtig aufbauen. Ja. Ja, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der hat noch ein anderes Business laufen und ist dann in unser Programm gekommen und hat gesagt, aufgrund dieser ganzen Arbeit und der hohen Frequenz und Energie, die wir in den Live-Coachings haben, auch die Arbeit mit dir, hat sich quasi als Nebeneffekt sein anderes Business so gut entwickelt wie noch nie zuvor. Ja. Ja, er arbeitet natürlich jetzt an seinem Online-Business mit uns gemeinsam, aber dadurch, dass er, glaube ich, auch mal losgelassen hat bei dem anderen Business und seine neuen Erkenntnisse und die Teachings dann auch implementiert hat, zum Beispiel Teamaufbau, haben wir letztens ein Coaching zugemacht, und das in sein anderes Unternehmen implementiert hat, geht das gerade nebenbei auch noch durch die Decke. Also ich glaube, sobald du diese Entscheidung fällst und in der Energie bist, du hast in dich selber investiert und auch selber an dich dann glaubst, geschehen dann wieder Wunder auch in allen anderen Bereichen des Lebens. Total, weil es hat auch ganz viel mit Erlaubnis zu tun, ne? Eine Erlaubnis, was zu erleben. Und wenn du dir selbst erlaubst, diese Transformation zu erleben, die DNX Unlimited bietet, ne, das kann dann auf einmal so eine Tür aufschlagen. Das begrenzt sich ja nicht nur auf einen schmalen Bereich. Es hat ja mit deinem ganzen Leben zu tun. Mhm. Ne, das kann dann auch, keine Ahnung, auf einmal ist vielleicht deine Beziehung auch viel besser, ne, weil das dann auf einmal wieder auch diesen Selbstwert, die Selbstliebe, es hat halt immer alles auch mit allem zu tun. Holistisch, ne? Halt, ja. Total. Und das ist halt so schön, ne? Dass dann, selbst wenn du zum Beispiel ganz konkret am Money Mindset arbeitest, kann es trotzdem die Beziehung verändern. Oder du fängst auf einmal an, viel bessere Selbstfürsorge zu betreiben. Deine Gesundheit wird besser. Dadurch hast du mehr Energie. Ja. Deshalb bist du dann noch besser in deinem Business, ne? Es ist halt immer alles verzahnt. Das ist super schön. Alles verzahnt. Cool, ihr Lieben, schreibt mal rein, ob es euch gefallen hat. Mal ein paar Herzchen, Daumen hoch. Ja, gebt uns mal ein paar Likes, wenn euch das gefallen hat. Ja, das ist so, so spannend, echt, diese Money-Geschichten. Tut so gut, sich da einfach weiterzuentwickeln, von Sachen zu lösen. Ja, das ist halt auch was, diese Leichtigkeit, die auch dadurch entsteht. Danke für die Herzchen. Jetzt geht's ab. Ja, Leichtigkeit. Das ist wirklich so meine Maxime für die nächsten Jahre.
alles mit Leichtigkeit und, es darf und auch Spaß zu machen und trotzdem erfolgreich zu sein, trotzdem geil zu verdienen, Sachen rauszuhauen, coole Kunden zu haben. Also es schließt sich einfach nicht aus. Und das Spannende ist ja auch, das kommt alles durch die Divine Feminine, durch die feminine Energie, die jetzt überfällig ist, um endlich auf der Erde anzukommen und sich zu verbreiten. Weil bisher die letzten Jahrzehnte gab es, glaube ich, sehr viel maskulin gesteuerte Mechanismen und die auch sehr, halt immer sehr durch Hustle und Druck und Change Matter with Matter passiert sind. Und jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, und das merkt man ja gerade auch in allen Bereichen, dass es auch leicht sein darf und man in den Flow gehen kann und Sachen in sein Feld manifestieren kann, ohne dass man von A nach B geht, also von dem Punkt A nach B hetzt, anstatt vielleicht B in sein Leben zu ziehen. Ja, durch die Veränderung seiner Energie halt auch, ne? Genau. Absolut. Ja. Das Empfang, ne? Dass man einfach zulässt, erlaubt und zu sich einlädt. Und das sage ich auch ganz oft, mehr, also auch im Money Mindset, mehr Geld ins Leben einladen, ne? Weil das liegt schon alles da. Das Universum will die Fülle rüberschicken und wir verrammeln halt unsere Türen. Ja. Und da kann man auch sagen, ja, mach die Türen auf, mach die Pforten auf und dann kommt's halt viel stärker rein. Ja. Cool. Danke, Julia, du bist so super. Danke. Danke an alle Zuschauer. Danke für eure Thumbs up. Danke für eure Herzchen. Danke für eure Kommentare. Danke für eure Fragen. Danke für euer Sein. Danke, dass ihr uns die Treue haltet, dass ihr mit am Start seid, die Welt zu einem besseren Ort zu verändern. Ja, und wenn du jetzt irgendwie das Calling spürst, vielleicht noch enger mit uns zusammenzuarbeiten, mit der Julia zusammenzuarbeiten. Ja, wenn du da richtig Bock drauf hast, melde dich für ein kostenfreies Strategiegespräch mit uns an und wir figuren genau aus, ob du ein richtiger Match bist und in unser Programm passt. Unter www.dnxunlimited.de/call und alle, die das jetzt gerade auf dem Podcast hören, such mal auf Facebook nach der Gruppe Die Zeit der Experten und alle, die das jetzt hier gerade live sehen oder die Aufzeichnung, checkt auch mal unseren DNX-Podcast auf iTunes. Yay! Yes. Voll gut! Cool. Voll gut. Gibt's noch was? Nee, dann liebe Grüße nach Berlin und liebe Grüße in die ganze Welt, wo alle Zuhörer sich rumlungern. Und bis aus Berlin in den Rest der Welt. Und vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Und wenn auch noch Fragen sind, ich komme auch noch mal vorbei und gucke durch die Kommentare. Cool. Also schreibt gerne in die Kommentare und dann gebe ich da auch noch ein paar Antworten. Cool. Vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Facebook Live. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Zuerst einmal tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass uns bitte eine Bewertung. Das hilft uns nämlich, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Folge habe ich drei Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, das DNX Unlimited Premium Coaching. Möchtest du endlich raus aus der Zeit gegen Geldfalle, endlich damit aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen? Und du möchtest mehr Impact, mehr Umsatz und mehr Freiheit? Und du bist Coach, Trainer, Berater oder Speaker und hast Expertenwissen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst? Das können auch Agenturen, Dienstleister oder Online-Marketing-Spezialisten sein. Dann können wir dir helfen, ein skalierbares Online-Business mit fünfstelligen Monatsumsätzen aufzubauen. Und welche Strategie wir dafür nutzen und wie wir das genau machen, erklären wir dir in unserer kostenlosen DNX Masterclass. Geh dafür einfach auf www.dnxmasterclass.de und check das Video aus. Und zusätzlich bekommst du von uns auch das E-Book Der Schlüssel zum authentischen Online-Business geschenkt. Und das alles 100% kostenlos und unverbindlich auf www.dnxmasterclass.de. Next, die DNX-Community auf Facebook. Hast du Bock, mit Zehntausenden von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Dann lade ich dich herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die Facebook-Gruppe ist innerhalb kurzer Zeit von 0 auf über 18.000 Mitglieder gewachsen und in der Gruppe haben wir eine richtig hohe Energie, nur tolle Menschen am Start und es findet jeden Tag super viel Wissensaustausch statt. Yara, Joy und ich sind regelmäßig am Start und helfen, wo wir können. Geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Last but not least, das DNX Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX Festival in Berlin.
Und diesen Sommer erwarten wir über 1500 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich ist das DNX-Event echt immer das Highlight meines Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sicher dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du alle Infos zum Eventprogramm, den Main-Event-Speakern und den DNX-Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Und das Geile an dem DNX-Event, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns in der Masterclass, in der DNX-Community und live auf dem DNX-Event in Berlin. Peace and out.